Sie sehen hier meinen Freund Ben Lerner. Wir haben hier aus New York eingeflogen gestern, noch unter Time-Lag, aber bereit hier mit mir zu lesen. Sehen Sie, das ist ein Buch, das haben wir beide geschrieben, Schnee über Venedig, Spectre Books. Ja? Bin ich ehrlich gesagt stolz drauf. Ja? Das ist durch Zufall zustande gekommen, ja? Weil einer meiner Mitarbeiter hat mir ein Buch, das längst vergriffen ist von ihm auf Deutsch, die Lichtenberg-Sonette, ja, gebracht. Das hat 80 Euro immerhin gekostet, antiquarisch. Ja? Und ich habe dort Zeilen draus genommen, ja, weil mich das Buch begeistert hat, diese Gedichte begeistert haben. Ja? Und habe dann immer pro Zeile eine Geschichte geschrieben und rübergeschickt. Ja? Und dann haben wir uns in Venedig getroffen. Yeah. I don't speak any German, and I tell Alexander this every time I see him, and he just thinks if I try harder. So I don't know what he said. Aber du hast ein fragendes Gesicht gemacht. He's doing it again. Yeah. Yeah. Well, I spoke how we got together. Yeah. And we should give some. Poems und ich hoffe, dass die Dolmetscher, sie können also für die Übersetzung immer so eine Hördinger kriegen im Foyer, ja, und so dass wir hier jetzt Deutsch und Englisch gerade brechen, ja, und ich hoffe, dass diese Texte vorliegen bei den Übersetzern, denn literarische Texte sozusagen freihändig zu übersetzen ist nicht leicht, aber immer noch besser, als wenn man es nicht übersetzt. Ich würde sagen, ja, wir kriegen eine schöne Begleitung, Musikbegleitung von Sir Henry, ja, nicht? Und würden sagen, Monteverdi wäre angemessen. Do you want me to read? Yeah. This is a poem from the Lichtenberg figures. The sky narrates snow. I narrate my name in the snow. Snow piled in paragraphs, darkling snow, Gino snow, and Fino snow. I staple snow to the ground. In medieval angelology, there are 9 orders of snow, a vindication of snow in the form of snow, a jealous snow, an omni snow, snow immolation. Do you remember that winter it snowed? There were bodies everywhere, obese, carrot-nosed, a snow of translucent hexagonal signifiers, meta-snow, sand replaced with snow, snow paper, a window of snow opened onto the snow, snow replaced with sand, a sandman, obese, carrot-nosed, tiny swastikas of snow, Vallejo's unpublished snow, real snow on the stage, fake blood on the snow. Verlässliche Nachricht vom brennenden Schnee. Die höchste Hierarchie des Kristallhimmels beginnt unmittelbar jenseits der Bahn des 52. der aristotelischen Planeten. Dieser Teil des Kosmos gehört bereits zum unsichtbaren Horizont. Isidor von Sevilla, der davon berichtet, hat persönlich nie Schnee gesehen. Er behauptet auch nicht, die Flammenwesen, die Sechsflügler ohne Augen, welche die Ordnung der Seraphim bilden, zu kennen. Er spricht von seinem Ohr und von Stimmen. So stützt er sich auf Hörensagen seiner inneren Stimmen. Arabische Ärzte hielten ihn für geisteskrank. Die kristalline Struktur, die er als Schnee bezeichnet und die sich in der brennenden Glut vermischt, in der die Engel der ersten Ordnung sich um den Thron Gottes scharen, ist Staub, der vom flachen Plateau des Geisteskörpers, den wir Himmel nennen, stündlich und minütlich, als gäbe es ein göttliches Schabegerät, abgekratzt wird, wie bei einem Tier, das seine Haut reinigt. Nina Goncharova fragt, ob solcher Schnee
in seinen bizarren Figurationen identisch ist mit den Eiskristallen und winzigen kalten Blöcken, figurenreich, welche die Ebenen Russlands bedecken. Die Ereignisse jenseits der unsichtbaren Horizonte im Kosmos oben sind nämlich tatsächlich Spiegelbilder der feinstofflichen Strömung in uns Pflanzen und Tieren. Dieses strikte Oben und Unten hält die Kühle und den Brand so weit auseinander, dass wir in solcher Spanne leben können. 37 Seraphim waren nötig, um ein in Chemnitz 7 Meter tief aus dem Fenster gestürztes Kind auf der Intensivstation zu stützen, damit es aus dem Koma wieder heil erwachte. Die übrige Zeit arbeiten sie, die Engel, an einer gedachten Pyramide, die in Wahrheit ein Baum oder ein Turm ist. Nur weil sie so beschäftigt sind, in ihren Kräften in der weiten Welt verteilt auftreten, verzehrt uns ihr Feuer nicht völlig. Brennender Schnee genügt sich selbst. Er braucht keine Zufuhr weiterer Energie oder Substanz. Dabei haben die Seraphim keine eigenen Sehorgane. Sie vertrauen vielmehr auf ihnen hierarchisch untergeordnete spirituelle Wesen, welche auf ihren Flügeln Augen tragen und den Seraphim berichten, woher die Klänge kommen, von deren Transformation in den Himmelston die höchste Ordnung der Engel ihr Leben bezieht. Schnee über Venedig heißt es, weil das ein seltenes Ereignis ist. Ja? Selten, rare. It's a rare event, snow on Venice. Ja? Meist ist Venedig grün wie die Lagunen. Und hier sind 23 Bilder, die Gerhard Richter gestiftet hat für dieses Buch. Ja? Und ich zeige Ihnen mal, wie der fotografieren kann, wenn er an Venedig denkt, eine Stadt, die er liebt. Ja? Wo er auch eine Geliebte hatte. Ja? Sehen Sie mal, hier ist das Gerhard Richter. Ja? Und hier, so grün, ja, ist Venedig, ja, in seinen Fotografien, 24 Stück, bewundere ich. Later I will tell you what I said, okay? Should I read a little more? Yeah. These are a few poems from the Snows of Venice sequence, also called Slow Sonnets for Alexander Kluge. In Halberstadt, in the cathedral, Halberstadt being Alexander's hometown, as many of you know, they're playing John Cage's musical composition as slow as possible. It will take 639 years to play. And that shows up in these poems that were also written for an exhibition of Alexander's work at the Prada Foundation in Venice. This is called Halberstadt Brennt, or the slowest music in the world. An organ piece lasting 6 centuries begins in the reconstructed city. Muted by a cube of glass, the chords will change in 2020 to warn the citizens of Halberstadt bombers are approaching on April 8, 1945. Halberstadt Brennt, or the slowest music in the world, mistranslated as tonal war. The sense of the sentence is unchanged. Unchained melodies are sweet. They have a tendency to form glasses and other amorphous sonnets. My Italian is rusty, my German rust. The windows shatter first. The windows pour into the streets, tearing at their protein chains. Because there is no word for thought, they have a tendency to form and Western music, a cube of gas. Because there are no phonographs, identity of the missing cannot be. Halberstadt Brennt, or the slowest music in the world. As a child, I thought of night and day as an opposition, whereas now I grasp it as gradation.
the outer, often edible layer of shadow. Like every child, I lived in a cathedral town of no strategic importance. At dusk, you could hear the pollen moving from the stamens to the stigma, slowest music in the forest. You could hear the shadows develop into seeds. As a child, I thought of dusk as a civilian site where people congregate for music, whereas now I grasp the metal armrests as we descend, moonlight on the wing. This is the softest music in the world. Bright green blooms and freshwater systems, red tides off the coast. The birds are mimicking the surrounding silence. The birds are cracking open the shadows with highly specialized beaks. Like every child, I wandered over an orbed field in endless fantasy, whereas now I practice law. But the law is silent on this point, or soft. I see the trees as ranks of pipes whose corresponding keys are underground through the specialized lens of the graded dusk. Objects have been paired and centered. Objects have been given depth and shadow. Take the violinist on the sinking liner. The tone is painfully rich and mellow. We can overlook the arbitrary treatment of his dull, recessive eyes. Taken from life, torn from it, exceptionally fine as the composition of sound decaying in the moonlight, decaying in the sea, slowest music in his white sleeves, toned with blue and gray. Above all else, its modernity lies. The gulls, mere suggestions of the pure abstraction of their cries. Nimm den Geiger auf dem sinkenden Linienschiff. Der Ton ist quälend, voll und weich. Das ist nach Ben Lerner. Take the violinist on the singing liner. The tone is painfully rich and mellow. Wenig bekannt ist, dass das Vorderschiff der Titanic so rasch in die Eiswasser einbrach, dass sich in den Salons längere Zeit eine Luftblase hielt. In ihr, das heißt in einem Ball zusammengepressten Sauerstoffs von 3000 Meter im Kubik, spielte die Bordkapelle bis 5 Uhr früh aus dem aus Southampton mitgeführten Notenmaterial. Gewiss spielten sie nicht mehr für Bezahlung, auch nicht aus Treue gegenüber den Eignern oder dem Kapitän, zu denen die Bindung abgerissen war. Sie spielten die Potpourris, weil jede Änderung ihres Tuns Verzweiflung über sie gebracht hätte. Was sollten sie machen, wenn sie doch ahnten, dass an allen Ausgängen des glanzvoll erleuchteten Salons das Wasser lauerte. Das Schiff kam gegen 3 Uhr nachts auf dem Meeresboden an. Es schleuderte über eine sandige Düne und kam in einem Talgrund zum Stehen. Die Musiker spürten den Aufschlag als Ruck und das Innehalten für 100 Jahre oder mehr. Denn noch ist die Hebung der Titanic ungewiss, als Beunruhigung. Zum ersten Mal seit vielen Tagen keine Fahrt. Die Geräuschkulisse, Gurgeln, Sirenen, Lärm der Kessel, Schreiende, die gerettet sein wollen, gegen die sie mit ihren Foxtrots, Operettenmelodien und Tangoweisen angekämpft hatten, sämtlich verschwunden. Eine Akustik, wie man sie nicht oft als Unterhaltungsmusiker zur Verfügung hat. Ben Lerner wird in einer guten halben Stunde, ja, in einem anderen Podium, nämlich Podium 4, vortragen, etwas zum ABC. Und zwar, er wird erzählen, wie in seiner Kindheit, ja, das ABC gelernt wurde mit Sir Henry,
Können Sie mal unseren Gast, einen Überraschungsgast holen? Ja? Nicht? Wie da nach der Melodie von Mozart. Ja? Da, 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 da. Ah, wie geht das? A, A, B, B. Well, just A, B, C, D. E. I told you I would not sing. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? And that is a melody from Mozart with variations, yeah? First it was a French pastoral song. Yeah. It was a französisches Volkslied, and it's so, Maman, yeah? Je dirais, yeah? Oh? Yes, although I don't speak French either. Yeah. But yeah, and then it became famous through Mozart's 12 variations. You like your language very much. I have Spanish. Red Indians English, like Spanish. Me. Yeah? Yeah. Speak a different language. Yeah. Jetzt haben wir, das wird 10 Minuten dauern, was dort vorträgt. Ja? Und es ist sehr schön, dass ein Alphabet in dieser Kinderliedart gelernt wird. Ja? Und jetzt haben wir entdeckt hier, wir drei, ich begrüße Lilith Stangenberg, ja? Und nochmal Beifall für Sir Henry, der die ganze Zeit Monteverdi gespielt hat. Ja? Und da haben wir, Sekunde, da haben wir ausgegraben von Theodor W. Adorno, von dem man es nicht denken würde, dass er genau dieses Kinderlied komponiert hat, als moderner Komponist. Ja? Und da heißt der Text ganz anders. Ja? Ich sage ihn nachher auf Französisch oder auf Deutsch, wie man will. Aber jetzt erstmal würde ich Sie gerne hören. Lilith Stangenberg. Papa will, que je raisonne. Papa möchte, dass ich resoniere, denke, vernünftig bin. Ja? Ich wie ein Erwachsener. Und Adorno hat immer gesagt, ich will nie Erwachsener werden. Und Walter Benjamin hat gesagt, 7-jährig bin ich und bleibe es auf ewig. Ja? Hat gute Bücher geschrieben. Ja? Und jetzt, und dann geht es weiter. Ja? Papa will, que je raisonne. Comme une grande personne, mais je trouve, moi, que les bonbons sont mieux que la raison. Ja? Die Bonbons sind schöner als die Vernunft. Reason versus candy. Candy better than, than reason. Yeah. Yeah? Yeah. It's an opinion, you see. Yeah? Yeah. Aber ich muss sagen, das ist eine Hommage an Sie. Ja, dass wir dieses Lied hier finden, ja, nachdem Sie es angeregt haben durch Ihre Geschichte. Ja? Ja? Yeah. Gut? Good, yeah. I'll see you later. See you later, alligator. Ja?